Der Sweetchecker. Hallo, hier ist der Sweetchecker und ich werde euch heute eine Süßigkeit vorstellen, die ich vorher noch nie gegessen habe. Tada! Das ist Biscotto, Schoko-Karamell-Taler, Gebäck mit Karamellfüllung und mit original belgischer weißer Schokolade. Da sind 12 Stück drin, 12-mal Stück drin und das habe ich von Aldi. Karamell, weiße Schokolade, ein Keks. Bin ja schon begeistert. Also, ich finde das für Aldi eine ganz typische Packung. Also, finde ich auch schon recht edel gemacht. Ist das kein Gold, so ein Gelbschimmer und darauf kann man jetzt schon den Keks natürlich in voller Breite und sehen. Das ist also zu erkennen, ein großes Keks mit Karamell oben drauf und einer weißen Schokolade oben drauf. Also, das ist so sehr gespannt. 12 Stück. Das ist schon wieder Stück. Verwirrt, unterzuckert. Es knistert ein bisschen. Ich entsorge das mal schnell. Oh doch, ich hätte jetzt gedacht, die werden größer. Aber wie soll der noch größer sein? Die Verpackung ist ja nur so breit. So ein Quatsch. Heraus kommt ein Ding mit weißer Schokolade. Riecht auch tierisch nach weißer Schokolade. Ein bisschen streng sogar. Finde ich jetzt ein bisschen überzogen. Es gibt so welche weiße Schokolade, die ist ein bisschen zu, die piekst so ein bisschen im Auge, Nase. Das war knuspriger. Ey, ist das geil. Also, gar nicht so viel versprochen. Ich finde, also das kommt ziemlich dem Bild auch nahe. Finde ich sehr gut. Gut gemacht. Dass also das Werbung, also das Bild auf der Packung und das Produkt sehr ähnlich aussehen. Hallo? Es ist ein Gebäck und ich dachte, das wäre ein fester, knuspriger Keks. Nein, der ist eher so mürbig. Soft. Die Karamellcreme ist ist weich, gibt aber den Keks einen gewissen Zusammenhalt. Die Schokolade macht das nicht, die kommt auch erst zuletzt vom Geschmack, finde ich, obwohl die oben liegt. Von der Karamellcreme, oh, die ist cool. Also man hat zuerst diesen Süße im Mund, die von der Schokolade herführt. Aber er ist eher so zuckrig. Und da kommt der Karamell. Und das füllt ziemlich schnell auch den Mund auf. Die Konsistenz ist ja dieses mürbige. Und dann verschwindet das langsam. Und dann kommt der Schokoladengeschmack so hinterher. Ganz witzige Kombination. Sehr geil. Also hier wurden drei Sachen sehr gut kombiniert. Dieser Teig, Karamell und weiße Schokolade. Konsistenz super und Geschmack, es ist ja nicht ein süßer Keks, hallo? Es ist Karamell. Also wenn ihr auf süß steht, solltet ihr lieber was anderes ausprobieren. Das ist, finde ich, ein sehr geiles Produkt, finde ich cool. Mann, von Aldi, geil. Biscotto Schoko Karamell Taler. Ja, super. Wenn ihr auch mal so Ideen habt, auch mal sowas im Supermarkt sehen, das, was ich noch nicht getestet habe vorher, dann könnt ihr mir gerne das mal posten oder am besten schickt es mir einfach zu. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.